Ja, sonst haben wir noch nichts. Das Siegel kommt mir bekannt vor. Ach ja? Das freut mich für dich. Hierher muss Santari Kree also See geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalor war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon. Hacken. Das war's. Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Ja. Zeit für ein paar Antworten. Dann können wir wieder gehen. Muss man einen Knopf drücken? Nein. Da bin ich mal gespannt. Da ist nichts zu drücken. So, welche Monster erwarten mich hier? Kapsel. Oh, what? Ja. Also nicht über den Kyro, aber da lebt jemand. It's alive. Willkommen auf Tenalor. Es ist wundervoll. Santari Kree. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass sich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Oh oh. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Komm, abwarten. Wie könnte ich das ablehnen? Es gibt Filme, die fangen so an. Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Mhm. Da funkelt was. Da funkelt viel. Okay. Samen. Euch kann ich. Keine Waffe, okay. Mhm. Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Cool. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Ich auch. Jetzt wird's eng. Oh, es ist wunderschön. Ja, perfekt. Beautiful. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tenalor? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Hm. Kann ich eigentlich auch die Haarfarbe anpassen?
Nee. Okay. Was haben wir für Bärtchen noch? Ja, bleiben wir bei dem dicken Bart. Gehen wir uns den Tempel mal angucken, ne? The Temple of Doom. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Das ist richtig. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Trust me. Was habt ihr? Warne die anderen. Die Bösen sind da. Wir werden angegriffen. Du bist nicht hier. Hast hier nichts verloren. Siehst du mich? Lass mich frei. Bitte. Let it go. Let it go. Oh, hier ist so warm. Ich würde so gerne ein Fenster aufmachen. Aber bei dem Unwetter... nicht gut. Dachfenster und so, weißt du? Lebt noch. Jo, er lebt noch. Ich hab euch gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Garra sein. Cal Lauterbach. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Aber seit eurem Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Aber ihr seid jetzt hier. Wir können sie bekämpfen. Gemeinsam. Genau. Zwei gegen alle. Tja, fehlt noch ein Arm, ne? Ja. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Ja,
mach mal langsam, Digga. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tenelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Merke, wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Oh oh, Bossfight. Was habt ihr getan? Was das? Was gedacht, Digga? Der erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tenelor aufgegeben hat. Aufgepasst! Aufpassen. Ungenügend. Anfänger, was? Du hast keine Chance, Digga. Ein einarmiger Bandit. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Gegen mich zu stellen. Ich bin nicht euer Feind. Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet! Oh. Schlüssel nach Tenelor. Meinte Cree Dagon? Wie konnte sie Tenelor jemandem wie ihm anvertrauen? Yo, that's the question. Gesundheitsessenz erhalten. Danke. Auch wenn sie hier gar nicht so nötig war. Nein, da ist kein Loot. So. Da können wir lang. Da müssen wir wahrscheinlich auch lang. Und da ist nichts. Okay. Then here we go. Was haben wir hier? Ein Echo. Tenelor sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Spalter. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagon.
Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Komm. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Oh, das ist wieder unser Wellensittich. Okay. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ja. Ob Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? Oh, Auftrieb. Cool. Tadam. Danke fürs Mitnehmen. Das muss ich echt überlegen. Na komm, erstmal hier. Zwei Fähigkeitspunkte. Da können wir doch was kaufen. So, ich hätte gerne noch so ein bisschen Lichtschwert-Technik. Abwehrstoß. Drücke in der Luft Y, um einen Schmetterschlag nach unten auszuführen, der Schaden in einem Wirkbereich verursacht. Ja, ist okay. Und das? Halte LB unmittelbar, bevor Blasterschüsse auftreten, um sie auf nahe Ziele zu reflektieren. Okay, ist erweitert jetzt. Ah, der kontrollierte Wurf, okay. Dazu muss ich das haben. Boah. Nehmen wir das? Oder gucken wir mal, was in der Machtzentrale so abgeht. Klare Einstimmung. Kells maximale Macht erhöht sich noch einmal. Ja. Größeres Festhalten. Verlänge die Dauer von Verlangsamen bei Gegnern. Kell regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Ja, das ist alles nicht so. Zwillingsmagnet. Während du einen Gegner mit Magnet hältst, drücke Y, um ein zweites Ziel heranzuziehen und zu halten. Ja. Ist alles nicht so. Verheerender Schub. Halte RT, um Gegner mit Schub in einem wesentlich größeren Radius und mit größerem Effekt zurückzudrängen. Das finde ich nicht schlecht. Was haben wir sonst noch? Achso, das ist nur Verwirrung Gedöns. Ja komm, wir nehmen das. Okay. Gut. Und dann Speicher nicht vergessen. Sonst haben wir nichts mehr, ne? Noch einen Bonus-Slot freigeschaltet haben wir nicht. Nee. Achso, da steht's ja auch. Okay. Aus Rune. Gehen wir mal zu der Mrs. Guck mal, jetzt haben wir die Dinger da. Prospektorin. Du bist neu hier, oder? Ja. Die trägt Prospekte aus. Dann weiß ich, wo du mal nachsehen solltest. Da ist dieser Typ, ein begeisterter Angler, hängt in seinem Skiff am Fuß des Berges rum. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Tausend Dank. Rekrutiere den geheimnisvollen Fischer. Fischer. Hauptziel. Ja, was ist das Hauptziel? Achso, Details zum Hauptziel. Sieh nach der Mantis. Ah ja, okay. Na, wir wollen ja erstmal. Ist das hier? Ne, da habe ich mal was markiert. Ist da vielleicht? Also das Markierungssystem finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt.
So. Das ist die Farm oder der Stall, genau. Das ist das Hauptziel. Da bin ich jetzt. Ne, da bin ich jetzt. Oh. Ah. Da muss ich hin. Ich kam von da. Das sind so rote Dinger. Alter. Ist das verwirrend. Erkunde die Kammer der Hohen Republik im Wald. Ja. Rekrutiere den geheimnisvollen Fischer. So. Kammer der Vernunft, Außenposten. Okay, warte mal. Achso, das ist dann da hinten. Na gut, dann verfolgen wir erstmal das Gerücht hier. Das ist nämlich am nahesten. Also es ist nicht so weit weg. Ach. Okay, okay. Okay. Dann waren wir hier nämlich noch nicht. Da sind wir da oben vorbeigelaufen. Und sind jetzt halt hier rausgekommen. Dann gehe ich mal kurz gucken. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Das ist zu glitschig. Ja. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch. Ja, ja. So. War das nicht auch der Anfang von dem Level? Noch ein Klumpen. Ja, anscheinend nicht. Klettern? Nein. Okay. So, hier können wir weiter. Gucken wir mal, ob wir da wieder hochkommen. Tenalor ist real. Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Ich wünschte, du hättest es auch sehen können. Oh, Döspaddel. Aber vielleicht soll ich dahin. Ich glaube, das ist unsere Rückfahrkarte. Samen. Hast du was gefunden? Nikokratzer. Okay. Noch mehr Samen. Diese Samen gehören in frische Erde. Machen wir noch. Versprochen. Hallo. Oh, ein Reittier zum Zähmen. Ah, damit können wir dann wahrscheinlich auch das Wasser holen.